In der Pflege wird man auf jeden Fall niemals arbeitslos werden, denn Pflege ist ein Beruf. Das wird es immer geben, weil es ist halt ein Beruf, den man nicht durch Maschinen ersetzen kann. Man kann keine Menschen von Maschinen pflegen, sondern es ist halt einfach Mensch-zu-Mensch-Arbeit. Ob ich was schreibe oder Fotos mache, ich habe immer mit anderen Menschen zu tun, auch bei uns an der Produktion. Es sind immer andere Dinge. Es kann sein, dass abends um 8 Uhr noch irgendwo ein Anschlag passiert. Das müssen wir aktualisieren können. Wir müssen mit der Agentur arbeiten können. Es ist so vielfältig und dass ich morgens aufstehe und nicht weiß, wie der Tag wird, das ist halt auch was Tolles. Zu den Standardarbeitsschritten gehören halt solche Sachen wie Gehälter bestimmen, Identitäten nachweisen mit einem IR oder Gehälter per Titration, aber auch Sachen wie einwiegen, verdünnen. An und für sich glaube ich, dass eine kaufmännische Ausbildung so als Basis immer eine sehr gute Sache ist, dass man darauf sehr viel aufbauen kann, dass die sehr vielseitig ist, diese Ausbildung, dass man damit in verschiedenen Positionen oder in verschiedenen Abteilungen in einer Firma arbeiten kann, so im Verkauf, in der Logistik, im Einkauf, dass man sich da gerade am Anfang der Ausbildung noch gar nicht so festlegen muss. Wer mit seinem Unternehmen ebenfalls bei Karrierestart vertreten sein möchte, der meldet sich am besten direkt bei unserem Anzeigenleiter Vincent Koss.